Wir wollen uns in diesem Video die Funktionsweise von Lithium-Ionen-Akkumulatoren ansehen. Dargestellt ist hier der prinzipielle Aufbau eines Lithium-Ionen-Akkus. Wir haben auf der linken und auf der rechten Seite jeweils die Elektroden. Auf der linken Seite ein Lithium-Manganoxid, also das Material mit den eingelagerten Lithium-Ionen. Auf der rechten Seite eine Graphitstruktur, also Kohlenstoffbasis. Und wir wollen uns nun einmal ansehen, wie das Laden und der Entladevorgang bei einem Lithium-Ionen-Akku prinzipiell funktioniert. Fangen wir an mit dem Ladevorgang. Das heißt, das haben wir auf der linken Seite. Auf der linken Seite haben wir Lithium-Mangan-Oxid, also zwei Mangan- und vier Sauerstoffatome. Auf der rechten Seite haben wir Graphit, also C entsprechend N für die Anzahl der Kohlenstoffatome in dem Graphit. Wenn wir nun den Ladevorgang uns einmal ansehen wollen, was haben wir? Wir haben natürlich dann auf der linken Seite die Anode. Auf der rechten Seite haben wir dann die Kathode. Und was nun passiert ist, dass sich die Lithium-Ionen aus dem Lithium-Mangan Oxid herauslösen in das Elektrolyt. Man sieht hier, die beiden Elektroden sind durch einen Separator getrennt. Inzwischen haben wir ein Elektrolyt, das in der Lage ist, die Lithium-Ionen zu leiten, zu transportieren. Das heißt also, was passiert nun beim Ladevorgang, beim Anlegen einer äußeren Spannung aus der Struktur, werden die Lithium-Ionen herausgelöst. Wir bekommen also hier die Li-Plus-Ionen aus der Struktur. Die lösen sich nun im Elektrolyt und können dann auf die Seite der Kathode wandern. Das heißt also, dass die Lithium-Ionen sich hier in der Graphitschicht anlagern können oder einlagern können, sodass es dann dort zu einer Speicherung kommt. Was wir noch brauchen, ist natürlich die Elektronen, die beim Ladevorgang hier fließen müssen in Richtung der Kathode, damit dieser Einlagerungsvorgang vollzogen werden kann. Wie sieht nun die chemische Gleichung oder die beiden entsprechenden Reaktionsgleichungen aus? Wir haben zunächst einmal beim Ladevorgang Folgendes an der Anode. Das heißt also, wir haben das Lithium-Manganoxid. Das geht über in einmal Lithium und dann 1 minus x. Das heißt, Anteile bleiben natürlich übrig. Manganoxid plus eine bestimmte Menge an Lithium-Plus-Ionen plus eine entsprechende Menge an Elektronen, die frei werden. Auf der anderen Seite, das heißt auf der Seite der Kathode, haben wir folgende Reaktion. Wir haben das Graphit, Cn. Dazu kommen dann die Lithium-Ionen, die nun rüberwandern. Das heißt also hier durch den Separator auf die Seite des Graphits wandern können, um sich dann auf der rechten Seite an der Elektrode einzulagern. Wir haben natürlich die Elektronen, die wir bei der Reduktion brauchen, bei der Reduktionsreaktion, das ist also die Elektronen, und das führt dann dazu, dass wir dann LiX Cn, also das Lithium, bekommen, was sich in dem Graphit einlagert. Beim Endlagevorgang werden diese Prozesse umgedreht. Das heißt, die Lithium-Ionen, die im Graphit eingelagert sind, lösen sich wieder in das Elektrolyt. Die Elektronen wandern über den äußeren Leiter zurück und am Ende verbindet sich das Lithium mit den Elektronen wieder in dem Lithium-Manganoxid, lagert sich dort ein, sodass es dann dadurch zum Entladeprozess kommt. Das heißt also, was haben wir dann als Reaktionsgleichung beim Entladen? Die Gleichungen drehen sich im Grunde genommen um. Was wir bekommen ist, wir haben das Lithium
eingelagert in dem Graphit. Was entsteht, ist die Graphitschicht plus eine bestimmte Anzahl an Lithium-Plus-Ionen plus die Elektronen, die nun hier über den äußeren Leiter wieder zurückwandern auf die andere Seite der Elektrode, das heißt die Kathode. Die Anode tauschen natürlich ihre Rollen. Das heißt, wir haben dann hier unsere Kathode beim Entladen, die Anode auf der rechten Seite, das heißt hier Minus und hier Pluspol. Die Elektronen wandern auf die andere Seite zur Kathode hin. Die Lithium-Ionen lösen sich nun also beim Entladen in das Elektrolyt und wandern da ebenfalls auf die gegenüberliegende Seite und lagern sich dann wieder ein. Das heißt also, die entsprechende Reaktionsgleichung, die daraus folgt, ist also, dass wir das Lithium-Manganoxid haben. Dort haben wir dann die Reduktionsreaktion. Das heißt also, dass wir mit den Lithium-Ionen und den Elektronen, die frei geworden sind auf der Seite der Anode, dass wir daraus dann wieder das Lithium-Mangan-Oxid bekommen. Diesen Vorgang kann man nun beliebig variieren. Das heißt also, dass wir dass das Laden von außen durch das Zuführen einer Stromquelle anregen können, die Lithium sich also lösen können, die Elektronen auf die Seite der Kathode wandern, dass sich die Lithium-Ionen auf der rechten Seite an der Elektrode einlagern können, entladen entsprechend umgekehrt. Das Einlagern der Lithium-Ionen in dem Graphitgitter wird auch als Interkalation in der Chemie bezeichnet. Das heißt also dem Einlagern, nicht dem Eingehen einer chemischen Verbindung, da die Lithium-Ionen sich jetzt nicht mit dem Graphit oder dem Kohlenstoffatom direkt verbinden, sondern nur in dem Gitter eingelagert werden. Was wir uns nun noch ansehen wollen, sind ein paar technische Eigenschaften oder Parameter der Lithium-Ionen-Akkumulatoren, da sich diese mittlerweile als der quasi Standard in der elektrochemischen Batterietechnik durchgesetzt haben. Die Lithium-Ionen-Batterien werden in Smartphones, in Laptops, aber natürlich auch in Autos als Batterien eingesetzt, weil sie einfach sehr hohe Energiedichten aufweisen, eine hohe Zyklenzahl haben und auch wirtschaftlich attraktiv sind. Das heißt also, wenn wir uns die wichtigsten Eigenschaften mal ansehen wollen, also der Wirkungsgrad der Lithium-Ionen-Akkus beträgt im Moment also wenn man das Laden und Entladen berücksichtigt, inklusive eines Batterieumrichters, den man gegebenenfalls noch braucht, dann liegen wir in der Größenordnung von ungefähr 85%. Das lässt sich noch steigern. In den nächsten Jahren ist noch eine Verbesserung dieses Wirkungsgrads zu erwarten, dass wir also da sicherlich auch bei 90% landen werden. Die Zyklenlebensdauer, das heißt also, wie viel Ladezyklen kann man mit modernen Lithium-Ionen-Batterien erreichen? Da liegen wir mittlerweile in der Größenordnung von rund 5000 Zyklen. Das heißt also, eine kalendarische Lebensdauer im Bereich von sicherlich 10 Jahren und mehr, bei großen Batterien gegebenenfalls sogar länger. Zeigt die Attraktivität der Lithium-Ionen-Akkumulatoren, weil sie einfach eine sehr hohe Lebensdauer aufweisen. Darüber hinaus ist die Entladetiefe bis 100%. Das heißt, man kann die Batterie auf Lithiumbasis quasi vollständig entladen und muss dort keine Entladetiefen berücksichtigen. Das macht die Sache ebenfalls attraktiv. Die Kosten für diese Lithium-Ionen-Akkumulatoren derzeit, abhängig natürlich auch wieder von der Größe, vom Einsatzfeld, liegt ungefähr, also das kommt immer wieder auf die Anwendung an, zwischen 300 € und
Und pro Kilowattstunde Kapazität für sehr große Lithium-Ionen-Batterien und bis, naja, das sind sicherlich noch rund 1000 Euro pro Kilowattstunde, also entsprechend hohe Kosten für kleinere Strukturen. Dazu kommen dann gegebenenfalls noch Sekundärkosten für zusätzliche technische Komponenten, die man braucht, wenn man an den Einsatz jetzt im Hausbereich denkt, zum Beispiel für die Batterien in Kombination mit einer Photovoltaikanlage, dann kommen noch Sekundärkosten hinzu für die Umrichter. Aber das sind jetzt erstmal die hier angegebenen Kosten, entspricht den Kosten nur für die Batterie. Zu erwarten ist in den nächsten Jahren dort, also innerhalb der nächsten ja, 5 bis 10 Jahre, sicherlich noch eine Halbierung dieser Kosten, sodass es sich also eine weitere wirtschaftliche Verbesserung darstellen wird, sodass sich diese Batterien weiter am Markt etablieren werden und weitere Anwendungsfelder sich auch finden werden. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass diese Batterien sehr flexibel einsetzbar sind durch die lange Lebensdauer. Es gibt kaum Anforderungen an den Aufstellort, dass bestimmte Temperaturen oder Ähnliches eingehalten werden müssen. Es ist ein sehr kompaktes Batteriesystem mit einer sehr hohen Energiedichte. Es gibt quasi keinen Wartungsaufwand. Es gibt auch keinen sogenannten Memory-Effekt. Das heißt ja, dass die Batterie beim Be- und Entladen Schaden nimmt, sondern dass es unabhängig von der Dauer des Ladens und Entladens ist, wie die Qualität und die Entladetiefe oder die Ladekapazität der Batterie ist, sodass sich diese Lithium-Ionen-Batterie am Markt etabliert hat, durchgesetzt hat und auch ein weiteres Entwicklungspotenzial aufzeigt, sodass wir in den nächsten Jahren sicherlich weiter auf die Lithium-Ionen-Batterien in unterschiedlichen Anwendungen setzen werden.